Da sieht man jetzt quasi so ein Reststück, das wo einfach irgendwann runtergefallen ist und dann auf dem Boden verbleibt und irgendwann sich mehr und mehr zersetzt. Das ist dann das Mikroplastik, das dann praktisch bei uns übrig bleibt, das, wenn wir vermeiden könnten, wir gerne vermeiden würden. Doch gibt es Alternativen zu den Plastikschnüren im Hopfengarten? Das testet Landwirt Johannes Lechner zusammen mit der Landesanstalt für Landwirtschaft. Bisher gab es noch nicht das ideale Material, das alle Anforderungen erfüllt, bis hin zur biologischen Abbaubarkeit. Das sind die Anforderungen. Der Bio-Schnurdraht soll steif sein, damit man ihn gut knoten kann, reißfest, um das Gewicht des Hopfens auszuhalten, und biologisch abbaubar. Johannes Lechner testet in seinem Hopfengarten drei Schnüre aus PLA, Polylactit, ein Biokunststoff aus Maisstärke, aus Sisal, den Fasern aus Agavenblättern, und aus Zellulose, Grundstoff Holz. Beim Sisal-Schnurdraht gibt es ein Problem. Der Worst Case für Hopfenbauern: Fallreben. Jede einzelne muss Lechner händisch wieder hochziehen. Im Gipfelbereich abgerissen, ist nicht handelbar so. Das sind zu viele Reben, die runterfallen bei dieser Schnur. Beim Sisal-Schnurdraht sind schon rund 30% abgerissen. Die Sisal-Schnur ist steif, aber nicht stabil genug, auch wenn sie sich gut abbaut. Fazit: durchgefallen. Diese Schnur wird nicht weiter getestet. Die zweite Schnur schneidet den Praxistest schon erfolgreicher ab, die aus dem Bio-Kunststoff PLA. Die hat sehr gut gehalten, ist auch im Handling sehr gut, aber das Problem mit der Abbaubarkeit ist nicht so gegeben und darum sind wir noch auf der Suche nach Alternativen. PLA zersetzt sich erst bei über 50 Grad vollständig. Das ist im Hopfengarten unrealistisch. Trotzdem ist diese Schnur schon marktreif. Seit 3 Jahren optimiert Hersteller Peter Heinzelmeier seine PLA-Schnur. Wir wollen jetzt mit der Praxis einmal die Innovation einmal in den Markt bringen und versuchen, dass man eine Umstellung schafft. Vielleicht als Zwischenprodukt, vielleicht auch schon als Endprodukt. Wir wissen es noch nicht genau. Aber mit diesem Produkt kann man mal einen richtigen großen Schritt machen in Richtung Nachhaltigkeit. 500.000 dieser Schnurdrähte aus PLA will Heinzelmeier nächstes Jahr an 30 Betriebe in 12 Ländern liefern und hofft auf weitere Studien zur biologischen Abbaubarkeit. Mit der PLA-Schnur kann man gut arbeiten und sie hält. Allerdings baut sie sich nicht so gut ab. Fazit: diese Schnur testet der Hersteller weiter. Zurück in den Hopfengarten in Ilmendorf. Landwirt Johannes Lechner und Versuchsleiter Johann Portner setzen in die dritte Schnur die größte Hoffnung. Die aus Zellulose, also aus dem Grundstoff Holz von einem österreichischen Hersteller. Ja, die hat eigentlich gut gehalten. Das Problem war halt einfach das Aufhängen, weil es einfach, wie gesagt, so lapprig ist. Du bringst die nicht schön über ein Ding rüber und bringst es auch nicht schön aus dem Pack heraus, weil es einfach zu lapprig ist. Doch da hat Johann Portner vielleicht schon eine Lösung. Wir haben jetzt diese Zellulose-Schnur in Stärke getaucht. Das war jetzt ein Versuch mit 5% Maisstärke, wo wir das aufgelöst haben, eingetaucht haben, aufgehängt haben, wieder getrocknet haben. Und damit haben wir eine deutliche Verbesserung hier erzielt. Wir haben eine Steifigkeit jetzt von dem Material. Und ich glaube, schau mal, probier mal, ob das besser für dich geeignet wäre. Ich vermute mal, dass das im Handling annähernd an den normalen Plastikdraht kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon eine Alternative wäre. Für nächstes Jahr will die Landesanstalt für Landwirtschaft mit dem Hersteller besprechen, ob er die verstärkten Schnüre produzieren kann. Die Zellulose-Schnur bereitet beim Anbringen noch Probleme. Dafür gibt es aber schon Lösungen. Sie hält gut und baut sich vollständig ab. Sie wird weiter getestet. Und sind sehr zuversichtlich, dass wir sehr bald Alternativen für die Hopfenpflanzer anbieten können. Ich würde da gerne, wenn da dieses Material dann produziert werden kann, auch gerne wieder einen Versuch machen. Um wie viel teurer die abbaubaren Materialien als die Plastikschnüre wären, muss sich dann noch zeigen. Vorerst geht die Suche weiter nach der optimalen Bio-Hopfenschnur.
Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt's in der ARD Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.